Hey, meine Lieben, ja, es geht weiter. Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass es unter der, also im Tunnel, da wo der Bus ist, kann man etwas hineintun. Oh, eine Batterie. Diese Batterie, ich schätze mal, ich habe sogar noch eine. Ich glaube, ich habe eine Batterie. Exakt. Die Batterie können wir nutzen. Ich weiß jetzt aber nicht, worauf das hinaus, läuft dann. Also, das werden wir dann sehen. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert, wenn ich diese Batterie, in diesen Schacht hinein tue. So, ich gieße jetzt aber erstmal. Und dann. Wenn wir da einfach mal nachschauen gehen. Ach ja. Upsala. So, dann ernten wir doch mal unsere Kürbisse. Kürbis, Kürbis, Kürbis. Da muss ich aber auch noch mal ein paar Seeds holen. Für diese Operation hier. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Speisekammer. Herbst. Seht ihr? Das machen wir dann doch mal direkt. Mensch, da haben wir aber auch schon ein bisschen was jetzt fertig davon dann. Handwerksraum. Gut, da fehlen uns noch zwei. Da fehlt uns noch einer. Handwerksraum sind wir auch bald fertig, wisst ihr ja schon. Gut, dann gießen wir mal weiter. So, da jetzt aber bald dieses Fest ist, werde ich natürlich auch die goldenen Kürbisse erst einmal behalten. Die silbernen werden wir verkaufen. Und vier von den normalen Kürbissen. So, zack. Na gut, es wird ja sowieso, glaube ich, nur einer angezeigt. Also können wir theoretisch auch alle außer einen hinweg zaubern. Ach ja, unsere Hühner. Ich laufe hier hin und her und bin am Überlegen, was noch fehlt. Guten Morgen. Ihr habt mir aber schöne Eier da gelassen. Schöne große Eier. Dafür dürft ihr natürlich auch wieder raus. So. Ach, da ist doch was. Eine Wildpflaume. So, soweit ich weiß, habe ich hier irgendwo auch etwas angebaut. Genau. Wie nennt sich das noch gleich? Das ist ein Zapfhahn. Der Zapfhahn hätte eigentlich schon wieder was geben müssen. Wenn ich mir nicht. Ich bin mir da sicher eigentlich. Okay, also nicht. Gut, muss ja nicht unbedingt. Es kommt die Zeit, da wird es wieder so sein. So, dann werden wir jetzt erstmal noch ein paar Seeds holen. Wir haben ja genug Geld. Dann gehen wir gleich zum. Ach nee, guck mal, Leute. Wir gehen jetzt erstmal die Batterie abgeben da. Und zwar in diesen Tunnel hier. In die Unterführung. Da müsste er doch. Was ist das denn? Du hast etwas gefunden. Bärenkorb. Linus sucht sich ja danach. Ah, okay. Cool. So, und zwar hierhin. Es hat mir heute ein Vöglein gezwitschert. Es hat funktioniert. Die Kassette schwingt auf. In ihr liegt eine Notiz. Deine erste Aufgabe: Bring eine Regenbogenmuschel zum Bahnsteig. Lege sie in die Box.
Mr. Qui. Regenbogenmuschel zum Bahnsteig? Okay. Mich würde ja echt mal interessieren, was dann passiert. Wir haben echt so viele Aufgaben, Leute. Die wir noch alle bewältigen müssen. Gehen wir jetzt aber erstmal in den Kürbis ab, damit wir unsere Belohnung bekommen. Upsala. Belohnung, ich komme. Entschuldigung. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals heute. Bündel komplett. Super, dann haben wir schon mal Herbst. Ja, ein Bienenhaus, sehr schön. So, Handwerk, ja. Bisher, ne? Da fehlt noch ein bisschen. Tier. Ja, ja, das kommt alles noch. So, dann holen wir jetzt mal ein paar Saat. Ein paar Seeds. Das ist schon wieder eine Aufgabe. Ich habe ja noch nicht mal meine fertig. Ja, ich glaube, ich habe sogar noch einen Rubin. Da können wir das doch gerne tun. Ich habe kein Problem mit. So, am 16. ist das Fest. Okay. So, mein Lieber. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt anbauen soll. Amaranth, Feensaat. Ich denke mal, ich werde... Gut, das sind 7 Tagen. Kann danach mehrmals. Dann denke ich mal, werde ich davon wieder mal ein paar mitnehmen. Wenn er heute sowieso, beziehungsweise in der Nacht dann wieder durch die Kürbisse Geld bekommen. Ich bin am überlegen, in der Mine müssen wir jetzt im Moment eigentlich relativ wenig, da ich eigentlich genug Eisen und Gold zur Verfügung habe. Ich denke mal, im Winter werde ich die Gießkanne auf jeden Fall hochwerten. Ah, ich kann ja sogar noch ein paar Seeds holen, wie es aussieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, dann hole ich nur 6 und dann sind alle zufrieden eigentlich. Also ich bin dann zufrieden. Ach ja. Ich meine, ich spiele das Spiel jetzt auch schon über 70 Stunden und habe das mit der Unterführung vom Bus nicht gewusst. So, das Bienenhäuschen, was wir hier haben. Ups, direkt an die Laterne. Müssen wir erstmal gucken, wo wir das dann hinstellen. Wie gesagt, im Winter werde ich meinen Bauernhof auf jeden Fall noch ein bisschen erweitern und noch verschönern. So wie es jetzt ist, gefällt es mir halt noch nicht so wirklich. Sieht mir halt immer noch so ein bisschen, weiß ich nicht, herzlos aus irgendwie. Gut, dann müssen wir das Ganze jetzt noch gießen. Ach, das ist ja schon alles gegossen. Ach ja, stimmt ja, ich habe ja meine Sprinkler hier. Ich Intelligenzbolzen. Theoretisch könnte ich ja... Ja, warum mache ich das eigentlich nicht?
Warum mache ich den nicht hier hin? Verstehe ich nicht. Da spare ich mir doch ein bisschen Zeit. Warum kann ich den? Wollte schon sagen. Also ein bisschen Zeit erspare ich mir damit definitiv. Ja. Werden zwar nur die unteren jetzt bewässert, aber na gut, hier dann auch nochmal das bisschen. Brauche ich halt nur noch die Area hier bewässern. So. Ich habe ja eine wunderschöne neue Angel und wir müssen das unbedingt, Leute, tut mir leid, aber im Aquarium ist einfach so viel, was noch gemacht werden muss. Ich muss das einfach machen. Das geht nicht anders. Aber eigentlich könnten wir auch erstmal gucken wegen den Quests. Ich muss ja noch einen Rubin finden für den Demetrius. Beziehungsweise ich habe ja, denke ich mal, einen Rubin. Richtig. So, dann gehen wir jetzt mal zum Demetrius. Der Demetrius, der wohnt doch hier oben, glaube ich. Nee, da nicht. Ja, da. Von... Ja gut, ich weiß aber nicht mehr, ob wir das schaffen. Ich hoffe, es sind nur noch 30 Minuten im Spiel. Hier sind es ja nur, weiß ich nicht, 5 Sekunden oder was. Komm mal ehrlich, renn doch mal. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hi. Ist Demetrius zu Hause? Demetrius? Hallo? Ach, die Zockerbude hier von dem... Na, wie ist er noch gleich? Sebastian. Sebastian ist auch irgendwie ein typischer Zockername, finde ich. Na gut, Demetrius, du wirst wahrscheinlich wieder ohne deine Frau saufen gegangen sein. Bin aber gespannt. Demetrius? Hallo? Demetrius? Wo steckst du? Ich bleib diesmal hartnäckig, jetzt suche ich den aber. Meistens ist er doch da oben. Betrügt er etwa seine Frau? Wo kann der sonst sein, der Demetrius? Hier ist er auf jeden Fall nicht. Demetrius, ich suche dich. Hier steht seine Frau. Ich glaube, die vermisst dich. Das ist Sebastian. Mal nicht am Computer. Ach, da ist er doch. Bleib stehen, warte. Dankeschön. So, das haben wir doch mal schon mal fix gemacht. Hinterlasse einen Regenbogen. Ja, wir gehen gleich mal kurz Bärenkopf in den Linus-Korb und bringe ihn zu ihm zurück. Linus, das werden wir am nächsten Tag tun. Kuhvergnügen. Bringe Marni ein Bündel Amaranth. Amaranth. Also muss ich noch Amaranth anbauen. Knietherapie. Bringe George eine Pepperoni. Verdammt, George. Es tut mir so leid. Ich habe keine Pepperoni mehr. Bringe Demetrius eine Melone. Scheiße. Bringe Pam ein helles Bier. Da kommt das Ganze auch in eine Bar holen, ja? Ja, die Shorts, die brauche ich auch noch. Mist. Also die anderen Quests sind eigentlich unmachbar gerade noch. Melonen oder sonstiges, glaube ich, habe ich gar nicht mehr. Ich muss gucken. Pepperoni könnte ich vielleicht sogar im Kühlschrank haben. Bin mir aber gerade nicht so sicher. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz... Was ist das denn?
Eine Rippe. Okay. Schon wieder ein Artefakt für den Gunther. Der alte Sack. So. Probieren wir erstmal ein bisschen den Mülleimer. Wer schmeißt denn Kekse weg? Cookies. Grüne Alge. Ja, das kann ich wohl eher verstehen, dass man das wegschmeißt. Regenbogenmuschel. Hallo Regenbogenmuschel. Stein. Oh, Golderz. Soll mir mal einer sagen, dass im Sand kein Gold ist? Muschel, 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 Muschel. Muschel, Muschel, Muschel. Koralle. Okay. Es hat sich wohl ausgemuschelt. Gut, da bin ich ja jetzt mal gespannt, sag ich mal. Wir werden ja jetzt auch gleich schlafen gehen. Was die Kürbisse eigentlich so gebracht haben jetzt. Ich hoffe natürlich, also ich denke mal, die Kürbisse haben jetzt eigentlich ordentlich was eingebracht. Ich meine, die haben auch echt lange gebraucht, bis sie dann auch irgendwann mal reif waren. Gute Nacht. Oh ja. Halli, Julia. Alter Verwalter. Ja. Also da kann man echt nicht meckern. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt... Ich glaube, ich habe Amaranth sogar schon angebaut. Kann es sein? Ich weiß es gerade nicht. So, habe ich Peperoni? Nein, ich habe leider keine Peperoni. Tomate, Blaubeere. Egal, ich mache den Kürbis erstmal hier rein. Soli. Oh, Post. Hallo Eisenschelle, ich wollte dich nur an das Sternentautaler Volksfest morgen erinnern. Vergiss nicht, deine neuen Gegenstände für deine Auslage mitzunehmen. Das Fest beginnt um 9 Uhr auf dem Stadtplatz. Wir sehen uns dort, Bürgermeister Louis. Ja, wir stehen uns dort, auf alle Fälle. Die Hühnerleins. So, hier brauche ich nichts gießen. I know it. Wie lange nehmen wir denn jetzt eigentlich schon auf? Hör mal. 18 Minuten. Ja gut, Leute, dann können wir eigentlich den Tag hier auch nochmal mitmachen. Und dann wisst ihr eigentlich schon, was in der nächsten Folge kommt. Das ist dann das Fest, wo ich mal meine ganzen Sachen vorzeigen werde. Zack. Zack. So. Ich denke mal, ich werde den hier hinten hinstellen. Zack. So, die Quest. Bärenkorb. Finde Linus und bringe ihn zu ihm zurück. Linus, mein Lieber.
Der arme Linus, der tut mir so leid, Leute. Oh, eine Haselnuss, beziehungsweise zwei. Cool. Vielleicht mal zwei gesammelt. So, Linus, ich habe hier einen Bärenkorb für dich, mein Lieber. Bitteschön. Ja, liebend gerne. Macht doch nichts. Liebend gerne. Oh, habe ich das jetzt ausgemacht? Das ist auch gemein. Tut mir leid, Linus. Ist auch wieder an. Aber übrigens, Leute, guckt mal. Das ist jetzt offen. Ratet mal, was man hier tun kann. Ja, hier kann man baden gehen. Und die Energieleiste, die, sieht die Unterhose nicht, die Badehose nicht toll aus? Die Energie, die, erhöht sich dann von allein wieder. Also, man erholt sich, sage ich mal, wenn man stehen bleibt, wie ihr seht. Zack. Kann man nochmal ein bisschen rumschwimmen, wenn man Lust hat. Oh, ich hätte auch mal so ein Bad ganz für mich allein, das wäre echt geil. Also ich würde mich da wohlfühlen. Ja, ich fühle mich da auch wohl, wenn andere dabei sind, aber ganz allein wäre vielleicht auch mal ein Highlight. Flupp. Na dann gehen wir mal wieder. Übrigens, Richtung Jahresende kommt eine Beta von Stardew Valley heraus, die es erlaubt, Koop mit einem anderen online Stardew Valley zu spielen. Das würde ich eigentlich auch mal gern dann aufnehmen, wenn es insofern dann möglich ist. Können wir hier eigentlich auch rein? Nö. Das wäre echt interessant und das würde ich euch echt mal zeigen dann, Leute. So, jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht so eine Regenbogenmuschel finden. Ich möchte halt die Quest jetzt auch mal so ein bisschen erledigt haben. So, tut mir leid, Leute. Ich musste einmal niesen. Was macht Abigail denn hier? Am Meer ist es halt immer sehr schön, ne? Ist natürlich eine blöde Frage von mir. Was sie hier tut. Oh, zwei goldene Venusmuscheln. Oh. Regenbogenmuschel, bitte. Schon wieder eine Koralle. Nun gut. Also ich bin mir sicher, dass ich Amaranth eigentlich angebaut habe. Ich kann natürlich eine Saat Amaranth nochmal anbauen. Ich brauche ja nur eine Saat für die Quest. Ja, machen wir das auch so. Ups. Willkommen bei Piers. Ja, da. So.
Amaranth, Amaranth. So, dann werden wir das doch mal direkt hier anbauen. Ach ja, wir müssen ja noch zu Gunther. Ups. Gunther, wir haben noch was für dich. Ich hoffe, du bist da noch da. Das Museum müsste dann eigentlich noch da sein. 18 Uhr hat er offen. Der liebe Gunther. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir die Tage jetzt mal so eine Regenbogenmuschel finden. Am Strand. Ich meine, die gibt es nur im Frühling. Vielleicht täusche ich mich da auch bloß. Ich habe da jetzt auch noch nicht so viel Ahnung. Auch wenn ich schon fast 80 Stunden Stardew Valley gespielt habe. Hallo Gunther. Ich habe etwas zum Spenden. Oh, eine neue Belohnung, Leute. Was hat er denn diesmal für uns? Oh, Faultierskelett M. Bedeutet anscheinend, dass es noch andere gibt, oder was? Nice. Ich weiß gar nicht, wo ich damit hin soll in meiner Bude. Ich habe ja eigentlich gar nicht so viel Platz gerade. Ich müsste mein Haus eigentlich noch erweitern, Leute. Und meine Holde Maid muss ich auch noch ein bisschen bezirzen. Also wie ihr seht, die Aufgaben werden nicht weniger, sie werden eigentlich tendenziell mehr. Aber genau das ist es ja, was Stardew Valley ausmacht, und gerade das macht ja auch Spaß. Man hat halt einfach jede Menge zu tun und sieht auch die Ergebnisse. Gut, die Hühnerlein sind wieder da drin. Ne, sind sie gar nicht. Die sind gar nicht hier drin. Dann mach ich mal lieber wieder auf gleich. Ach, da ist ein Hühnchen. Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Du hast dich getarnt, nicht wahr? Hey, ihr Süßen, ihr müsst wieder rein. Sind wir gleich. Na? Wo ist denn mein anderes Hühnchen? Keine Ahnung. Ja. Ja. Gut, eigentlich könnte ich es auch in den Kühlschrank tun. Mit den Eiern zusammen. So Leute, ich würde aber sagen, dass wir da für heute Schluss machen. Jetzt auch mal wieder heiern gehen. Steine gibt es nur 6 Gold. Ja, Geld. Keine Ahnung, was das für ein Geld ist. Vielleicht wird mir das ja angezeigt. Nö. Okay, meine Lieben. Ja, heute ist es fest. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, euch heute hat die Folge gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.